Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together 2. Der Epi ist schon fleißig im Hintergrund am Arbeiten und ich guck mal ab Paprika. Können wir noch setzen? Guck mal, was wir noch machen können, das wollte ich sagen. Was, wie, was? Ich habe geangelt. Die Fische waren... Aber als ich das gesagt habe, bist du hinter mir irgendwie rumgefahren, glaube ich. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Übrigens, unsere Farm heißt nicht Gameplayerins und Epis KL, sondern das hieß ursprünglich mal Kleine Farm. Steht auch so da komplett drin, aber das wird irgendwie nicht angezeigt. Das finde ich ein bisschen schade, dass wenn man einen längeren Namen hat, dass das dann da nicht angezeigt wird. So, warte mal, die Linsen habe ich jetzt gemacht. Hast du hier hinten die... Auch ja, da kam ich. Ich konnte nichts dahin pflanzen mehr. Da hatten wir kein Geld mehr hinten. Ja, das Feld ist ziemlich frei da noch. Warte mal, das sind Tomaten. Die kann ich noch. Die kann ich nicht, weil ich die bewässern muss. Okay. Ich sehe noch. Haben wir haben wieder Geld. Wir können wieder was pflanzen. Da Bäume oder so wolltest du doch machen. Warte mal, die Zucchini brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Gelber Clownfisch. Müssten wir eigentlich auch mal setzen. Ja, und die Zitronenbäume, genau. Lass uns erstmal die Zitronenbäume, würde ich sagen, machen. Also hier ist eine ganze Reihe, glaube ich, Zitronenbäume. Da könnte man entweder noch was dran setzen. Hier. Waren noch Zitronenbäume, ja, das oder? Das wäre dann bis hier. No. Moment, dann muss ich das aber auf die andere Seite setzen. Nein. Doch. Wo sind die Bäume? Bäume. Nee, warte mal, Birnenbäume haben wir aber gesagt, nicht Zitronenbäume. Ja, dann. Was erzählst dann du mir denn jetzt hier schon wieder? Ja, dann such dir einen anderen Platz aus, wo da hinten sind, Birnenbäume. Geh weg da! Ich will, es gibt ja gar keine Kollision, so eine Sauerei. Oh Mann. Das ist wichtig hier. Das ist auch wichtig, das gibt Geld. Oh nein, es ist voll. Moment. Klatsch. Das hier sind Birnenbäume. Wir haben auch schon mal angefangen, die Bäume hinzustellen. Fällt mir gerade so auf. Also die Reihen zu machen. Die Frage ist jetzt, ja doch, können wir noch? Mach mal von denen einfach eine Doppelreihe. Mach mal. Geh mal gerade was verkaufen, weil die Äpfel sind voll. Jetzt haben wir von denen ungefähr so viel wie von den Äpfelbäumen, genau. Von den Apfelbäumen hier vorne. Kann ich... Nee, kann ich natürlich nicht. Ich könnte die Zucchini theoretisch machen. Aber das Thema ist... Aber wir können das Gebiet erweitern. Wir haben jetzt 257. Ich brauche aber doch 450. Ja. Bist du wahnsinnig? Nein, das Spiel ist wahnsinnig. Aber auch wahnsinnig gut, muss man dazu sagen. Und wenn jetzt tatsächlich mit der Zeit noch die ganzen Sachen kommen, die man halt vom ersten Teil so liebt, dann wird es noch besser sogar. So. Achso, jetzt muss ich das wieder alles mit der Hand machen. Och nee. Darf ich 32 Birnen ausgeben und 6000? Ach nee, dann hätte ich den Obststand erweitert, aber das ist ganz schön teuer an Geld. Ja, mach das. Ja, aber das kostet ganz schön viel. Ja, mach das trotzdem, das rentiert sich. Umso mehr kannst du ja dann drin lassen. Ja, dann haben wir halt mal eine Runde, wo wir jetzt nicht so viel rein sind. Wir können aber gleich den Weizen noch machen, dann kriegen wir auch wieder Geld. Das ist wie spekulieren. Also du sollst ja nicht spekulieren, ne, an der Börse oder so, aber du sollst dein Geld investieren, sozusagen. Spekulatius. Oh ja, die sind lecker. Du sagst ja viel eklige Sachen, so wie Marzipan oder so, aber Spekulatius ist wirklich ist auch lecker. Wenn es aus Lübeck kommt. Oder Ritter Marzipan-Schokolade. Schmeckt auch gut. Wo ich aber ganz ehrlich sagen muss, wo ich im Leben zu viel von gegessen habe, es immer mochte, aber mittlerweile gar nicht mehr so mag, ehrlich gesagt, das ist Lebkuchen. Wahrscheinlich einfach nur, weil ich davon zu viel gegessen habe in meinem Leben als Kind. Na, ich mag. Keine Ahnung. Kann ich die Fische verkaufen oder brauchen wir die? Guck mal, ob wir die vielleicht für eine Erweiterung brauchen, aber für normalerweise. Eine Quest irgendwie. Also brauchen wir die irgendwo, oder? Nö. Weil die Zucchinis sind fertig. Die Zucchinis sind fertig. Kann ich nochmal neue? Soll ich nochmal neue setzen, oder? Nein. Sicher?
Ja. Na gut, setze ich keine neuen. Also die Quest-Sachen willst du da nicht neu setzen, mit anderen Worten, ja? Naja, erstmal nicht, dann... So, haben wir die zwei Medaillen wieder drin. Jetzt brauchen wir Birnenbäume, Apfelbäume und rote Paprika. Scheiße, die haben jetzt gerade alle abgeerntet. Das hast du gemacht. Ich habe die extra nicht abgeerntet. Ja, ja, genau. Ich würde sowas nie tun. Genau, genau. Verkaufe erstmal die Rosen. Wollen wir Rosen kaufen? Nein, wollen wir nicht. Du bist ja jetzt Rosenverkäufer, ja? Ja. Ja, vielleicht hat er sich vertan. Vielleicht wollte er sagen, wollen wir Rosen verkaufen. Wir haben aber so wenig. Du hast viel zu wenig Blumen. Mach doch mal mehr Blumen. Ja, ich weiß. Dafür brauchst du aber Geld. Und ich bin gerade erst welches am Beschaffen. Ich wollte dich sowieso gerade fragen, ob wir zusätzlich auch nochmal ein paar Blumen dahin stellen. Also ich habe jetzt 420 eingeholt, reingeholt. Wie viel brauchst du für das? 450, ne? Edelstein, ja. Ja, reicht nicht ganz. Guck mal, dass du Salat verkaufst, der ist gerade voll. Ja, den habe ich verkauft. Gar nicht mehr da. Aber den habe ich eigentlich verkauft. Ja, ja, ich gehe nochmal rüber. Ich habe wahrscheinlich parallel dazu ein Riesenfeld gerade abgeerntet. Oh. Ach so, aber dann kriegen wir keine Edelsteine mehr, wenn du die eben schon... Doch, 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 das war schon wieder leer, glaube ich. Voll. Man konnte da, glaube ich, nochmal was verkaufen. Aber nicht viel vielleicht. Bin gerade bei mir habe ich das alles anders sortiert. Ja, hier, der ist nämlich komplett voll. Na, okay, drei konnte ich jetzt noch machen. Ansonsten dieses Auberginenzeichen, ne, was da drüber ist, über dem Salat, das kannst du immer noch verkaufen. Ja, aber du musst noch 8 Dinger machen, weil sonst haben wir, Paprika. Nein, 8. Ja, Paprika. Ich mach die hier vorne eben. Kann ich doch machen, oder? Ja. Kann ich die Möhren abpflanzen? Erden? Ja, die kann ich. Beziehungsweise ich mache 9. Ich mache das jetzt natürlich als Block, ne? So. Wieso muss ich eigentlich 8 machen? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, wenn wir doch gar keine 8 eben braucht. Wir haben nämlich jetzt 23. Und wenn 9 eins mehr als 8 ist, dann müsste ich doch jetzt eins mehr als 20 haben. Ja, aber du kannst eben nicht so gut Kopf rechnen. Das hab ich ja, habe ich gesehen. Weil hier sind doch Paprika, die bewässere ich ja, gerade. Ja, die habe ich doch gerade eben noch gesetzt. Hört die Epi eigentlich mal zu? Denk dran, die noch nicht machen, die erst in der nächsten Halbzeit, würde ich gerade sagen, in der nächsten Jahreszeit machen. Wir brauchen 8 Dinger, damit du das scheiß Land hier erweitern kannst. Was für Dinger? Ach so, die Edelsteine, Mann. Ach so, warte mal. Ich konnte aber noch was verkaufen. Ich gehe mal eben gucken. Ich wollte nur nicht zu viel verkaufen. Das glaube ich, das glaubt dir keiner, der dich kennt. Dass ich nicht zu viel verkaufen wollte? Dass du nicht zu viel kaufst. So, jetzt haben wir es. Warte mal, ich habe hier unten, ich habe einem ein Ausrufezeichen. Kannst du da was machen? Aber was? Das sagt sie dir vielleicht. Das ist ein Eher. Nee, Judith. Sah nur aus wie ein Junge. Ich habe diesen geschmuggelten Käse bei mir. Oh je, du kannst ihn günstig von mir erhalten, da wir Freunde sind. Einmal Käse für 200 Gold. Geld. Nee, ne? Ja, und was machst du denn mit dem Käse? Ja, wir können ja keinen Käse machen, weil wir keine Kühe und nichts haben. Eigentlich, du kannst den schon mal für andere Quests brauchen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den vielleicht mal brauchen. Das ist das Problem. Oder soll ich da mal für 200 einen holen? Ist natürlich sauteuer. Mach mal, vielleicht brauchen wir den wirklich für irgendeine... Vielleicht ist mir nämlich schon passiert, dass dann eine angetigert kam und wollte den haben. Also, jetzt sagt sie mir, du hast die richtige Entscheidung getroffen und sorry für den Gestank. Ich gebe dir den dann, ne? Ich leg dir den dann irgendwo ins Lager oder so. Sorry für den Gestank. Ach, scheiße. Wenn wir wieder 100 haben, müssen wir mal den Süßwarenladen holen. Andererseits, da sind die ganzen Sachen drin, die wir jetzt gar nicht haben. Also sprich, das ist für Honig und so weiter, habe ich gerade gesehen. Und den können wir ja noch nicht haben, weil es noch nicht drin ist. Mach's bloß wieder rein. Ich beobachte das. Du bist gar nicht hier. Warte mal, wir haben gesagt, dass wir das hier nehmen, ne? Weil das sehr flach ist und weil hier Blumen drin sind. Also zumindest außen flach. Bist du damit auch einverstanden hier? Ja, mach das mal. Okay. Was sind das für Bäume? Für Bäume. Ja, es sind eigentlich immer die gleichen. Ach, hier sind auch nochmal Möhren drin.
Genug Futter. Die können wir. Ach du Schande. Aber die kann ich mal alle. Also ich muss die auf jeden Fall zusammensammeln, weil die hier auch im Weg stehen. Die Frage ist nur, wo stelle ich die jetzt am besten hin? Oh je. Ich finde das nur doof. War das immer auf der Y-Taste mit dem Markieren? Ich muss mir das vielleicht mal auf eine andere Taste legen, weil das ist total umständlich. Ich verkrampfe mir immer voll die Finger, weil ich ja nach oben auch drücken muss, damit ich laufen kann, um die einzusammeln. Da muss ich echt mal gucken. Man kann es ja alles einstellen. Also das sollte normalerweise nicht das Problem sein. Es ist nur, vor allen Dingen, weil das neben dem Löschen auch noch genau liegt. Das ist natürlich für mich persönlich jetzt eine Katastrophe. Es wird zwar nochmal nachgefragt, ob man es löschen will, aber ich kenne mich. Ich bestätige dann einfach, weil ich die Sachen dann schnell gemacht haben will. Und da habe dann nicht mitbekommen, dass ich gerade meine Sachen gelöscht habe. Ja, das kann mir passieren. Oder ich mache, obwohl, naja, wenn ich die jetzt auf die andere Taste legen würde, also auf die Löschtaste, ist das auch doof. Ich sag mal, löschen mache ich selten. Weißt du, was ich meine? Ja. So, pass auf. Sind die in Dreierreihen hier? Ja, aber da fehlt eins. Achso, hier sind keine. Rote Paprika kann ich abernten, oder? Das sind Tomaten, das ist keine Paprika. Also Paprika, wenn du neue raufmachen kannst, ja. Das ist immer wichtig, dass du neue mit reinmachen kannst. So, jetzt habe ich die mal alle so ein bisschen hier vorne hingestellt. Dann können wir die... Obwohl, nee, ich habe einen anscheinend vergessen, ne? Nee, halt. Ich muss euch noch füttern. So. Wieso habe ich dich vergessen, oh armes Bäumchen? Komm her. Ich pack dich ein. Du wirst deinen Ehrenplatz haben, nämlich den kleinen leeren Platz, der genau mittendrin ist hier irgendwo. Da kommst du hin und damit erfüllst du deinen Zweck, sodass alles schön synchron ist. So, das können wir erst nächstes Mal. Aber das ist Monokultur, das ist nicht gut. Von den Bäumen her meinst du jetzt? Du kriegst eine Strafe dafür, die hast du dann auch verdient, ja. Ja, wir kriegen eine Strafe bei den Fischen, ne? Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ich verstehe, also da muss ich ganz ehrlich sagen, weil das werden sie nicht ändern, denke ich mal. Das verstehe ich überhaupt nicht, warum die das eingebaut haben, dass man einen Debuff bekommt, wenn man, wie es halt bei den meisten so üblich war, große Fischteiche anlegt. Weißt du, mehr als 16 Kacheln, also mehr als 16 Plätze quasi. Ja. Also das verstehe ich überhaupt nicht, vor allen Dingen... Also, ich finde es gut, dass wir das ein bisschen zumindest damit ausgeglichen haben, dass du halt direkt den Fisch auf einmal fängst, dass du da nicht Ewigkeiten wieder mit der Angel stehst und erstmal rummachst und so. Weil das fand ich immer so ätzend. Deswegen habe ich dafür ja meine Helfer immer gehabt, damit ich das mir nicht geben muss. Bin ich ganz ehrlich, das war mir, ja. oh ja, Moment, wir wollen ja die... Marguerite, die Apfelrose, die ist auch öfter mal in den Quests drin gewesen. Die setze ich mal, ja? Mhm. Die Frage ist jetzt nur, wie kriege ich jetzt hier den Platz? Hier sind auch nur zwei, ne? Ja, ist halt alles irgendwie doof hier. Machen wir die mal hier hin. Können wir ja später noch um eins dann erweitern, wenn das hier mal frei ist. So, jetzt geiern wir im Endeffekt nur noch darauf, dass die ganzen Früchte, die wir hier sehen, dann auch kommen. Und der Epi ist schon ganz böse, weil der nämlich bei sich immer noch darauf geiert, dass der Winter kommt, weil er nämlich da auch noch was zu tun hat. Ja, das kann ich ja nicht machen, weil ich muss ja hier alles arbeiten, weil ich nicht trinke das alleine. Weil ich nichts hinkriege vor allen Dingen, also bin fast 33 auf meinem privaten Level, weil ich nichts hinkriege. Wieso stehen jetzt die Paprika dumm rum? Achso, die habe ich selber hingestellt. Oh. Stimmt ja, die hatten wir ja für die Quest. Haben wir jetzt noch eine andere Quest? Ja, ne? Ja. Warte mal, das... Nee. Ach nee, das ist... L-Taste. Das ist der Clownfisch, okay. Nee, L-Taste, das ist doch nur Aufträge. Da war ich doch gerade drin. Ja. Was willst du jetzt von mir? Also ich gebe zu, ich habe den ersten Teil was länger jetzt nicht mehr gespielt vorher. Bin ich schon wieder voll hier.
Aber ich bin sehr, sehr schnell wieder reingekommen, muss ich sagen. Also, weil das alles so doch recht intuitiv ist, finde ich, im Spiel. Da können wir nochmal was verkaufen. Das wird ja gleich wieder aufgefüllt. Hat sie jetzt eben doch noch die Äpfel verkauft? Ja. Ich finde den richtigen Laden nicht mehr. Warte mal, Gemischtwarenladen. Hä, wer hatte denn jetzt den Salat? Ich sag ja, hier ist alles... Ach, der hatte den, glaube ich. Hier ist alles anders als bei mir, weil ich habe das nach so einer bestimmten Logik, sag ich mal, aufgebaut bei mir, was ich dringend brauche jedes Mal, weil es halt schnell voll ist. Und die restlichen Sachen. Aber das mit den Ausrufezeichen hier, ne, fällt mir gerade auf, ist jetzt erst seit dem Update heute. Ich denke, die werden das wohl reingemacht haben, weil sich viele Leute darüber beschwert haben, dass man halt so Sachen wie Käse, Milch, Honig und so weiter als Quest bekommen hat, aber nicht machen kann, weil wir ja die Tiere nicht dafür haben. Ich denke mal, dass sie das dann reingemacht haben und dann gesagt haben, okay, die Quests bleiben dann auf der einen Seite noch, auf der anderen Seite habt ihr aber was, wo ihr dann was herkriegt. Weißt du, so. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Ich weiß es jetzt natürlich nicht hundertprozentig, aber könnte ich mir gut vorstellen. Also, ich sag mal ganz ehrlich, ja, es dauert manchmal auch was, bis dann wieder was Neues kommt, wie jetzt zum Beispiel mit den DLCs von Farm Together 1. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht kam auch längere Zeit nichts Neues mehr, weil die da vielleicht schon am zweiten Teil dran gesessen haben. Weil das dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis das dann entwickelt ist und alles. Und ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das schon zu dem Zeitpunkt, ne, in Mache war, sage ich mal. Weil dafür ist es eigentlich nämlich zu schnell dann rausgekommen. Können wir noch? Ja, können wir noch machen. Achso, das können wir aber noch nicht machen hier unten. Das können wir aber machen. Nein, ich habe kein Benzin mehr. Ich muss aber doch dringend den Weizen hier reinmachen, sonst gibt der Epi das ganze Geld wieder aus. Befahr mich nicht. Planier mal bitte. Nee, da. Du kannst auch gerne den Weizen da drauf machen. Aber jetzt bin ich, glaube ich... Hier, kannst du mal den Weizen hier drauf machen, dass du da mal den Salat wegnimmst und Weizen drauf machst, dass wir hier mal ein komplettes Feld haben. Nein, ich habe kein Benzin mehr. Nein, komm mir bloß nicht hinterher. Ich bin schneller als du. Nee, ich porte nämlich immer nach vorne. Dann geht das Geld. Dann mache ich das mal eben. Ich meine, gut, die Jahreszeit ist jetzt natürlich nicht so schnell zu Ende, aber bevor wir das vergessen oder woanders ausgeben, weißt du... Mhm. Was ist mit den Melonen hier oben? Die müssen noch bewässert werden. Wären aber auch bald soweit. Wobei, ich glaube, wir haben gerade keine... Ne, wir haben auch gerade keine Millionen. Millionen, genau. Ach, die oben. Die roten Paprika fertig? Schatz, ich mal hier. Das war früher anders. Das wollte ich dir nur eben noch kurz sagen. Was heißt anders? Nee, das ist ähnlich wie früher. Die haben die anderen Sachen anders gemacht. So ist es eigentlich besser gesagt. Wenn man jetzt was über Nacht hinstellen will, also wenn man was wirklich längerfristig hinstellen will, kannst du natürlich auch die Kürbisse machen. Dann hast du aber mit einmal natürlich mehr Geld und so weiter und mehr XP, aber es dauert sehr lange. Also eigentlich wäre es natürlich cleverer, wenn du mehr Zeit hast, die Sachen zu machen, die nicht so lange dauern. Ne? Wenn du aber über Nacht was hinstellen willst, kann ich dir die Auberginen nur empfehlen, weil die sind jetzt 12 Stunden. Beziehungsweise die anderen sind halt kürzer, also die waren vorher, glaube ich, auch 12 Stunden. Und die kann man auf jeden Fall sehr gut über Nacht hinstellen. Dann kriegst du nämlich pro Feld 350 Gewinn raus. Und XP geht auch, ist ein bisschen weniger natürlich wie bei den Kürbissen, aber dauert halt auch einen halben Tag, ne? Weniger.
Und du kannst die in jeder Jahreszeit, kannst du die hinsetzen. Mann, was habe ich hier für einen Schluckauf gerade? Ach nee, das waren Tomaten, das waren keine. So, ich hatte aber gesagt, Melonen kann ich gerade eh nicht machen. Ne? Deswegen war das eigentlich totaler Schwachsinn, dass ich die jetzt gerade hier gegossen habe. Aber egal. Kann ich denn... Nee, das ist natürlich eine der wenigen Jahreszeiten, wo ich keine Karotten machen kann. Genau die muss ich jetzt erwischen, wenn ich ein Karottenfeld sehe. Ach, das war so klar. Nein, unsere Hühner sind verflucht. Warum? Die sind jetzt Stufe 13. Wobei ich immer noch sage, dass 13 eine Glückszahl ist und keine verfluchte Zahl. Und Freitag der 13. Also ich habe gemerkt, wenn Freitag der 13. nichts besonders Gutes passiert, es passiert meistens am Samstag den 14. was Gutes. Also das ist so das, was ich so beobachtet habe. Ach so, die kann ich aber noch nicht, weil die waren noch nicht fertig hier, ne? Genau. Ja gut, die 14 Sekunden, die können wir eben abwarten. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt hier mit Wasser... Ich weiß schon gar nicht, ich habe meinen kompletten Orientierungssinn schon wieder verloren, weil wir ein neues Teil hier freigeschaltet haben. Ey, dann komme ich von der einen Seite runter und denke mir, hä, wo bist denn du eigentlich gerade? Ich habe wieder kein Benzin. Das ist so wenig hier. Mach doch mal mehr Tanks. Wir müssen mal mehr, Benzin. Ja, zwei kann ich noch stillen. Noch haben wir jetzt... ich baller hier das Geld raus, wenn du möchtest. Ja. Dann setze ich hier nochmal ein bisschen Weizen, damit wir dann auch entsprechend... Was ist das denn? Wie passt das denn denn nicht? Hä? So. Damit wir dann auch da entsprechend nochmal gut was reinkriegen. Aber Tankstelle gibt es gar nicht, ne? Nur den Tankwagen. Ne? Ja, das ist ja quasi die Tankstelle. Sieht halt jetzt nur anders aus. Ist halt nur... Ne, ich dachte gerade, die hätten einen Teil mehr reingesetzt. Mir kommt das so viel vor jetzt hier gerade, aber da ist nichts Neues drin. Warte mal, ich bin jetzt gerade... Ich denke mal, dass wir nach unten links auch noch... Ach so, warte mal, hier oben sind aber die Bäume. Da werden wir natürlich dann mehr Benzin entsprechend verballern auch. Dann würde ich sagen, setze ich hier die Tankstelle hin. Eine. Weil das muss ja strategisch richtig angesetzt werden. Ne? Da, wo du halt am meisten dann auch verlierst, da musst du dann auch entsprechend... was haben, wo du wieder nachtanken kannst. Wie viele Minuten kann das Haus erweitert werden? Ich gehe schon mal... Achso, sollten wir dann vielleicht nicht... Da brauchen wir dann aber auch wieder Edelsteine für. Nee, wir brauchen nicht nur Edelsteine, wir brauchen auch Materialien. Also meistens ist Salat oder Fische oder so. Ja, deswegen soll es ja auch nicht alles verkaufen, ne? Auch fürs Haus. Aber generell, wir brauchen halt eben auch die Edelsteine. Wenn wir es jetzt schaffen sollten, noch ein Level abzukriegen, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt vorher schaffen, dann hätten wir natürlich noch den Vorteil, dass wir dann da nochmal einen Boost kriegen würden. Irgendwas ist hier gerade wieder voll. Ach, die... Ja, komm, das eine Mal jetzt noch eben. Ich gehe nochmal kurz verkaufen. Also doch, ja, dann guck mal... Also die Obstbäume haben wir ja auch gerade gemacht. Den Salat könntest du nochmal neu setzen hier. Also die Birnen könntest du verkaufen. Ne, ich habe gerade keinen Benzin. Richtig. Ja, aber wir haben... Oh. Ich muss leider mal unser Geld investieren. Nein. Doch. Dann können wir doch nichts mehr pflanzen. Birne war das, was wir jetzt so viel haben. Ne? Dann verkaufe ich davon nämlich ein bisschen mehr. Weil die können wir ja jetzt gut abernten. Bis auf einen Monat können wir die ja immer... Ah ja, der war das. Okay. So, dann haben wir jetzt schon mal wieder fast 250. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel wir fürs Haus brauchen. Ich verkaufe auch nicht die Dinger hier. Also nicht alles, sodass wir noch genug haben.
Das war eigentlich das, was wir jetzt bisher so ein bisschen... Wo bin ich denn jetzt? Achso, hier bin ich. Bist du den Salat jetzt umsetzen? Ja. Ja, ich habe aber keinen Sprit mehr. Ja, aber... Oh ne, hier hast du schon gezogen? Ja, ja, das ist so wenig, was du da kriegst. Das ist echt bescheuert. Ja, also zum einen mit zwei ist es natürlich noch mehr belastet, muss ich sagen, weil da zwei Leute dranhängen. Aber warum kann ich jetzt nicht porten? Zum anderen muss ich dir da aber auch recht geben, das hat mir bisher auch jeder gesagt, mit dem ich drüber gesprochen habe. Es ist wahnsinnig viel, was weggeht. Und ich meine, ich bin jetzt Level 28,5. Da müsstest du eigentlich, da das ja davon abhängig ist, wie es hier drin steht, vom Level auch, müsstest du eigentlich einen großen Unterschied oder schon etwas größeren Unterschied merken. Aber ich merke da wirklich nichts von. Tomaten können wir auch nicht, wir können nur Paprika, ne? Also wenn wir Melonen wieder machen können, hier hinten habe ich noch zwei Felder, die sind durch, ne? Und auch Karotten. Also ich habe die... Also jetzt brauchen wir Rosen, aber du hast nur 10. Du müsstest mal noch 20 Rosen pflanzen. Naja, die wollte ich jetzt... Eigentlich wollte ich das andere mit dem Update ja nicht machen. Aber wenn man schon mal ein Update hat, ich weiß, wie lange man darauf hinspart. Und dann, du kriegst ja hier für die Farm, kriegst du immer wieder Geld. Du hast ja gemerkt, wie schnell das eben ging. Deswegen ist mir das dann doch ein bisschen wichtiger, muss ich sagen. Das hat eigentlich auch ganz gut... Warte mal, Rosen. Ach, die roten, das sind die Rosen. Ja. Ja gut, das sind natürlich die günstigsten. Ich hatte jetzt gehofft, das sind die neueren. Ja, aber du musst jetzt davon praktisch noch mindestens 20 machen, sonst dauert das ewig. Guck mal, ich verstehe unser Haus. Sieben. Jetzt sind wir pleite wegen dir. Du hast gesagt, ich soll so viele machen. Aber wir müssen trotzdem zweimal ziehen. Jetzt steht er hier vor dem Haus und geiert, dass die Sekunden runtergehen. Achso, genau. Du kannst aber noch nicht sehen, wie viel du für die nächste Stufe brauchst. Jetzt schlage ich mir das Benzinfeuer, damit du keins kriegst hier. So. Ja, ich habe noch was drin. Ich spare im Moment ein bisschen. Na? Fische. 25 Fische. Ja gut, Salat geht schnell, das geht schnell, die Dings sind schnell. Das Einzige, was jetzt fehlt, sind die Fische. Dann habe ich... Nee, aber fünf eben Minuten ich, sind In 5 Minuten sind die Clownsfische hier. Ja, warte mal, hinten haben wir doch auch noch so ein großes Feld. 39 Stunde und 5 Minuten. Nochmal die gelben auf... Bei den gelben hast du viel zu wenig gemacht. Ja, hallo, wir hatten kein Geld? Ja, jetzt haben wir was. Ja, hier auch 5 Gold. Minuten bei den anderen Clownsfischen. Das ist doof. So kann ich nicht arbeiten. Moment. Ih, das finde ich jetzt aber... Jetzt muss ich wirklich mal das erste Mal meckern. Das finde ich nicht... Also gut, das erste Mal ein bisschen gemeckert in Anführungszeichen habe ich, als ich gesagt habe, das hört sich an wie Animal Crossing. Und diesen blablabla die ganze Zeit. Weißt? Und das hat mich schon bei Animal Crossing selber so dermaßen genervt. Ich habe mir gedacht, dann sollen sie einfach gar keine Sprache machen. Aber dieses blablabla, ich finde das persönlich so schrecklich. Ich denke immer, da steht eine Oma neben mir und ist am Reden. Weißt du, so blablabla. Und das, drück mal auf die Animation, wenn die lacht. Das hört sich an, als ob ich ein Zahnrad verschluckt habe. Mach das mal. Das ist jetzt... Oh, nee. Also ist natürlich nichts Schlimmes, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir dann sage, oh Gott, das hätten sie jetzt aber ein bisschen schöner machen können. Ist sie jetzt eigentlich von den hier Tankstellen noch mehr hingemacht irgendwo? Ja, da wo du gestanden... Nee, hier vorne bei den Bäumen ist noch eine. Und ich bin am Überlegen, wo ich die anderen mache, weil ich nicht weiß, wo wir die nächste... Obwohl, warte mal, sonst mache ich die da hinten hin.
Da können wir ja noch ganz viel pflanzen. Hier ist ja alles frei. Weißt du, hier. Und hier sind ja auch sehr viele Felder schon gesetzt. Würde ich sagen, mache ich hier mal eine hin. Sag, dass du das möchtest oder schweige für immer. Okay, zu spät. 3, 2, 1, mach's. Das sieht komisch aus. Den kann man ja gar nicht wegfahren, als er nur Dings vor. Aber ich glaube mir das Benzin gleich. Ja, aber optisch? Ne, optisch muss ich sagen, finde ich, da sieht es gar nicht so schlecht aus. Also ja, klar, doch, das Ding das nennt sich jetzt auch Tankwagen. Sieht auch so ein bisschen. Vorne habe ich zuerst gedacht, das könnte auch ein Feuerwehrwagen sein. Aber dann habe ich gesehen, dass das hier so wie vom von der Tankstelle, dass das hier so ein. Ja, wie nennt sich das? So ein Tankschlauch halt hat, ne? Mit so einem. Was reinhängen kannst. Das Knacksen war übrigens gerade meine Hand, falls man das gehört haben sollte. Warte mal, die können wir jetzt noch nicht machen, haben wir gesagt, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir stehen jetzt so kurz davor, dass wir, ich war schon rangezoomt, sag mir das doch, dass wir hier auch weitermachen können, dass wir jetzt den Rest noch machen können, beziehungsweise, dass wir die, der quietscht! Entschuldigung, aber ich finde das so komisch. Vor allem du mit deinen grünen Haaren und ja gut, ich darf nichts sagen. Ich habe meine typisch lila. Wieso siehst du eigentlich aus wie ein Zwilling von mir? Nein, sehe ich überhaupt nicht. Ich bin cool. Ja gut, man hat. Ich muss zur Verteidigung vom Epi, muss ich sagen, man hat wirklich nicht viel Auswahl. Und ich bin ganz ehrlich, da waren nicht viele schöne Sachen bei. Also ich hätte mir noch das Outfit so als Bauer, ne, dieses mit dem, wie nennt sich das, mit dieser Trägerhose, Latzhose. Hätte ich sonst noch holen können. Das hätte halt hierzu gepasst, ne, optisch. Aber die anderen fand ich jetzt nicht so toll. Da war, glaube ich, ein Kleid dabei, wo ich gesagt habe, oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Und, also mit kleinen Änderungen hätte ich das ja noch angezogen. Aber ich glaube, die Form war es, meine ich. Ich müsste mir das nochmal angucken, aber ich glaube, die Form war es, wo ich gesagt habe, nee, also das sieht komisch aus, wie ich dann da drin aussehe. Und da war, glaube ich, eine Sache. Das ist bestimmt für Männer gewesen, weil da hast du gar keine Brüste gesehen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, so siehst du auch keine Brüste bei mir. Mein Oberteil sieht genauso aus wie deins. Ja. Regie, können wir das nochmal haben, bitte? Also gut, habe ich halt 4/4 meiner Oberweite verloren und ja, ist nicht schlimm. Vielleicht wird es ja auch nochmal angepasst, dass man so diese typisch, also dass wenn man eine Frau ausgewählt hat, dass man dann auch oder dass man es aussuchen kann von mir aus, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ne, wenn sie jetzt, oder sie lassen es einfach so, weil sie zu faul sind, dann noch einen weiblichen Körper von zu machen. Ist mir im Prinzip auch egal, weil ich fand das ehrlich gesagt so am schönsten. So eine ähnliche Jacke habe ich damals auch gehabt. Und nur ich finde die Schuhe, finde ich irgendwie, weiß ich nicht. Die sind bei Kindern, sind die voll in, aber ich persönlich finde die nicht. Die sind doch cool. Das sind doch diese eher. Das ist ja nicht cool. Ich muss was Cooles machen. Tja! Da kommt die Jahreszeit und da hat er sich einfach wegteleportiert. Ja, da würde ich sagen, mit diesen Szenen, die hier abgehen, also schlimm, verabschiede ich mich erstmal und dann schaue ich mal in der nächsten Folge, ob ich den Epi denn wiederfinden kann hier auf der Farm. Diese Herdenenttäuschung. Die ist mittlerweile so groß, dass ich gar nichts mehr wiederfinde. Aber zur Not kann ich immer noch die Hühner fragen, weil die Schweine, die sind faul, die pennen irgendwie den halben Tag. Aber zur Not kann ich die Hühner fragen. Die sehen ja eh so aus, als ob sie die ganze Nacht durchgemacht haben. Die werden schon mitbekommen haben, wo der hingegangen ist. Die ganze Zeit so viel wie du. Die ganze Fragen. Ich mach da mal aus, dann kriegt der EP erstmal eine geklatscht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ich höre mich an wie so eine Hupe vom Clown. Oh, ich kann hier die Clownfische abfarmen. Warte mal. Ui. Der kam jetzt so gut gerade. Was denn? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.